eine Olympzeit im ersten deutschen Fernsehen. Und für Sie die Chance, meine Damen und Herren, wie immer mitzuspielen, wenn Sie die ARD-Quiz-App haben. Also entweder jetzt scharf schalten oder runterladen. Sie können die ganze Zeit über einsteigen und 10 von Ihnen haben die Möglichkeit, 1.000 Euro zu gewinnen. Wenn denn der Olymp gewinnt, das wird aber schwer, denn wir haben 2 sehr, sehr gute, aufgeweckte, tolle Schauspielerinnen heute als Kontrahent für den Olymp eingeladen. Herzlich willkommen, begrüßen Sie bitte Susan Sideropoulos und Nina Bock. So, ihr spielt wie immer gegen die da oben, die vorgeben, in den Olymp zu gehören, von denen die quizzen. Herzlich willkommen, Marie-Louise Fink, unsere Quizkönigin. Unser Professor Quiz, wie immer in der Mitte, Professor Dr. Eckhard Freise. Und unser Quiz-Ass, ja, das verschmitzte Lächeln von Thorsten Zirkel. Ich möchte mich fast schon dafür entschuldigen, aber ihr wart wirklich noch nie hier. Was ist denn da falsch gelaufen? Was ist da falsch gelaufen? Keine Ahnung. Wir hatten einfach keine Zeit. Oder man hatte Angst vor uns. Genau. Ja. Wobei, wir haben viele. Ja, das ist oder gut. Ich finde, oder, ich das nein, aber ich kenne viele, die wir angefragt haben, aber die Angst haben, hier zu sein. Weil interessant ist ja für den Zuschauer nicht so, das, also was... Also alle haben abgesagt, aber wir haben... Nein. Aber die meisten ist ja so. Guck mal, die Zuschauer sehen euch heute, sagen, kennen wir doch aus den und den Serien und so. Die wollen nicht wissen, was ihr wisst. Die wollen ja wissen, was ihr nicht gewusst habt. Ja. So, und deshalb ist das hier zu stehen nicht so einfach. Aber ihr habt immer wieder die Sympathie des Publikums hier auf jeden Fall auf eurer Seite. Weil die da oben sind ja eigentlich Menschen. Ja, sind es Menschen. Sie sind Gottwesen. Zumindest, wenn es um Quiz geht. Die wissen alles. Und wenn sie es nicht wissen, behaupten sie, wir hätten die falschen Fragen gestellt. Also, aber die erste Frage ist leicht zu beantworten. Welche Kategorie wollt ihr? Diese 3 hätten wir für euch. Und zwar Mode, nein. Bücher und Wörter und Deutschland. Nein. Eckhard, nein. Ich möchte, dass du noch mal Mode nimmst. Du hast schon wieder Bücher und Wörter genommen. Dann lynchen die mich hier. Nein, du musst doch keine Angst vor denen, du musst Angst vor mir haben. Marie-Louise hat Mode genommen. Und Thorsten wahrscheinlich Deutschland, oder? Was sonst? Damit ist alles vertreten und ihr dürft euch entscheiden, wen ihr wollt. Also, ja, also wenn... Was möchtest du? Also Bücher, dann bin ich so bei Harry Potter, hört's auf. Ja. Nein, Quatsch, ich lese wirklich viel, viel. Aber das sind wahrscheinlich... Ich glaube, Mode ist was... Anderen. Mode? Traust dich nicht? Doch, Mode. Doch, ja, nehmen wir Mode. Mode? Oder? Finde ich toll. Ja. Stell dir mal vor, ich hätte Mode genommen jetzt. Ja, das wäre doch super gewesen. Ja. Normalerweise ist ja immer eine Bank, wenn der Eckhard Mode nimmt. Das ist der Hammer. So, Mode. Wir spielen das hier. Badeanzug und Bikini in einem. Wie nennt man das? Tankini, Monokini, Triangel-Bikini oder Bandeau-Bikini? Dürfen wir? Da bin ich ziemlich safe, oder? Dann auf, ja, also Tankini nicht, nee. Monokini. Eine Mischung zwischen Badeanzug und Bikini. Du hast auch den Monokini genommen? Genau, Tankini ist eine Kombination aus Tanktop und Bikini. Triangel-Bikini sind diese klassischen Dreiecke, die man kennt. Und Bardot-Bikini ist einfach ist auch so klar, ja. Schlauchtopf. Schlauchtopf. Ein Schlauchtopf. Also ohne Träger heißt das. Genau. Ja. Aha. Besser kann man es nicht beschreiben. Wow. Deshalb gebe ich euch gerne den Punkt. Stimmt, habt ihr beide richtig gemacht. Monokino, ein längeres Oberteil. Durch ein Mittelteil verbunden. Toll. Zweite Frage, Mode. Ein klassischer französischer Zopf wird als Schnecke übers Ohr gerollt, blau-weiß-rot gefärbt, mit 3 Strähnen geflochten oder zur Palme toupiert. Ja, meine Tochter ist der größte Elsa-Fan, wobei das denkt wahrscheinlich jede Mama ja, zu Hause. So ist es. Also mache ich das sowieso ständig und es ist mit 3 Strähnen geflochten. Ja? Drück ja. Drauf. Das hat Marie-Louise auch genommen. Weil genau. Du ein großer Elsa-Fan bist? Nein, aber ich muss das beim Rugby auch regelmäßig machen, damit die Haare auch sitzen beim Spiel. Und zwar wird der französische Zopf mit 3 Strähnen von außen nach innen geflochten, im Gegensatz zum Beispiel zum holländischen Zopf, der von innen nach außen geflochten wird und deshalb dann so aufsitzt. Danach habe ich überhaupt nicht gefragt. Der französische ist doch auch so eingeflochten, da nimmt man immer noch eine Strähne dazu, also genau. Die wird immer größer.
Ihr seht meine schiere Begeisterung. Ich habe ja auch zwei Töchter und die hatten auch manchmal den Wunsch, dass ich dann so etwas mache. Und da warst du lost. Ey, ganz ehrlich, seitdem haben sie mich nie wieder gefragt. So sieht es richtig aus, wenn man es denn kann. Ja. Das ist der klassische Elsa oder auch französische Zopf. Das stimmt, richtig. Punkt für beide. Ja. Die derzeit angesagten Galonstreifen zieren vornehmlich Socken, Hosen, Hüte oder Handtaschen. Also, hast du das schon mal gehört? Ja, also Hüte und Handtaschen würde ich jetzt mal sagen nicht. Ne? Also Hosen, sind das vielleicht diese, einfach die, hier. Die? Die vielleicht, meinst du? Nicht. Genau diese hier. Vielleicht. Kannst du noch mal zeigen, die guten Galonstreifen? Vielleicht sind sie das. Deswegen hat er die heute an. Das sind doch ja. Ja. Weil geringelte Socken sind, also Socken mit Streifen sind geringelte Socken, würde ich jetzt mal sagen. Geringelte Socken? Also Handtasche ist raus. Ja, ich glaube schon. Also, weil ich kenne keine Handtasche mit Streifen. Ach, wir nehmen einfach die Hosen. Wir haben ja schon wegen zwei seiner Hose. Richtig. Genau. Das war so ein Hint, ne? So ein kleiner. Also ganz ehrlich. Wir wollten Socken. Also, gut, du hast aber die Socken genommen. Ich habe dich nicht lange genug angeguckt. Das ist der Wahnsinn. Was fällt dir? Nur weil dein Freund da ist, guckst du mich nicht an. Mann! Galonstreifen sind diese Streifen, die man an der Hose hat. Das ist richtig. Jawohl. Normalerweise zeigen wir Fotos, aber wir hatten kein Geld mehr für die Bilder. Deshalb habe ich meine Hose mitgebracht. So, dann kann ich sie ja jetzt ausziehen. Das ist auch gut. Es steht 3-2. Erste Runde ist durch und ihr führt mit einem Punkt. Gut, dann dürft ihr jetzt die Kategorie auswählen, die ihr dann zusammen spielt gegen Marie-Louise. Und zwar möchte ich euch anbieten, die 2000er, Körper und Geist und Glaube und Religion. Das kannst also, du besser. Glaube und Religion, ja, ich kenne ja nur meine Religion. Das ist schon mal eine mehr. Ja, also, was sagst du? Körper also das traue ich dir auch total zu, Körper und Geist. 2000er sind wir ja irgendwie, kennen wir jetzt zumindest. Ja, also Körper und Geist ist auch schon voll mein Thema, aber die 2000er sind wir die 2000er. Da ist doch eine Frage über uns drin. Ja, na klar. Ja. Die 2000er. Du hättest jetzt noch mal die 2000er genommen. Passt doch erst beide die Mode 2000, das traute Eintracht zwischen den Damen. Wir spielen die erste Frage. Wovon tätigten ab 2009 viele Bürger aufgrund einer neuen EU-Richtlinie Hamsterkäufe? Mentholzigaretten, Staubsaugerbeutel, Bleigießsets oder Glühbirnen? Ich bin heute immer noch froh, wenn man mal auf dem Isomarkt ist und es da noch Glühbirnen gibt. Normale. Mhm. Also ich tendiere ganz stark zu den Glühbirnen. Darf ich? Gut. Hast du auch genommen. Genau, bei den Mentholzigaretten, da hat, glaube ich, nur Helmut Schmidt damals Hamsterkäufe. Ich glaube, der hat nochmal 200 Stangen bestellt, habe ich gelesen. Bleigieß-Sets gab es auch Hamsterkäufe, aber das war jetzt erst, ich glaube, 2017. Genau, und deshalb die Glühbirnen, da wurde dann eine bestimmte Waschstärke nicht mehr erinnert. Nein, Marie-Lise, ich muss dir widersprechen. Das ist falsch, was du gesagt hast. Blei wurde erst 2018 verboten und nicht 2017. Menthol ist noch erlaubt bis 2020, dann nicht mehr. Und Glühbirnen kann man ja wieder in den USA kaufen. Donald Trump hat das ja, glaube ich, zumindest als Vorlage, diese wieder verkaufen zu dürfen. Die normalen Glühbirnen sind aber 2009 bei uns tatsächlich auf die Liste gekommen und bis 2012 schrittweise abgeschafft worden. Stimmt, Glühbirnen, jawohl. Ja. Cassandra Steen und Adele Taville sangen 2009 in ihrem Chart-Hit Ich baue eine Stadt für dich aus Glas und Gold wird Marmor, Stein, Eisen, Liebe. Oh. Ach so, sind wir dran? Ja, sie ist so schnell. Du singst, ne? Mach mal. Sing mal. Ich baue eine Stadt für dich aus Glas und Gold wird Stein. Stein, ne? Ja. Würde ich auch sagen. Ja. Ja. Da hört man deine Ausbildung an der Stage School. Du kannst ja richtig gut singen, ne? Boah. Ja, da halte ich mich dann lieber zurück. Oh nein, Nina, du bist ja. Ja. Wahnsinn.
Aber bei deinen Kindern momentan wahrscheinlich eher Kinderlieder, die du die ganze Zeit... Ja, und da bin ich schon froh, wenn die die erkennen. Das, da kann man bei den Kleinen sagen, das muss so klingen. Weißt du, ja, die widersprechen mit ja später. Mina Karaoke singen. Das ist meine schönste Erinnerung. Ich habe mir aber auch so ungefähr das schwerste Lied ausgesucht. Ja. Ne? I Will Always Love You. Oh, das darf man nie. Ach so, das auch, ja. Das auch. Wir gucken mal, was Marie-Lise genommen hat. Auch Stein. Du hast dich auch immer beim Singen hast dich auch immer gedrückt hier bisher. Seit Jahren drückst du dich. Ja, das stimmt. Aber lang erfolgreich auch. Ja, eigentlich erfolgreich, genau. Gut, wir hören mal rein, so klingt's. Gut, also, das heißt Punkt für beide. Damit steht es 5-4. Ihr führt immer noch mit einem Punkt. Letzte Frage, die 2000er. Wer gewann 2002 als erste Afroamerikanerin den Oscar als beste Hauptdarstellerin? Jennifer Hudson, Whoopi Goldberg, Halle Berry oder Octavia Spencer? Spencer, Entschuldigung, war mein Fehler. War das 2002? Ich denke, es ist Dreamgirls gewesen, Jennifer Hudson, aber war das 2002? Warte mal Whoopi kurz. Whoopi Goldberg hat nicht, hat, was hatten die, für welchen Film hatten die einen Oscar? Mehrere. Also wenn dann, Jennifer Hudson kommt schon hin. Halle Berry hat, glaube ich, noch, doch, die hat auch einen Oscar, ne? Wahrscheinlich haben die alle vier schon einen. Ja. Halle Berry, oh Gott, und Octavia Spencer, sagt mir jetzt gerade gar nichts. Nee, die sagt mir auch überhaupt nichts. Das glaube ich. Ja, dann nehmen wir die. Komm, egal. Ja, Jennifer, voll verrechnet. Das ist so, wenn man jetzt zum Olymp hochschaut, die kennen natürlich also nicht nur die Besetzungsliste der Ausstrahlung vom Oscar, sondern jeden Preisträger seit 1929. Marie-Louise, was meinst du? Es war Halle Berry. Das Schlimme ist, wenn man schon sagt, es war. Das heißt, ja, du weißt es. Du bist dir ganz sicher. Womit? Womit? In welchem Film? Das weiß ich nicht mehr. Das Thorsten. Minuspunkt. Minuspunkt. Da bin ich auch immer, der fällt mir auch immer nicht ein. Der eine, Charlize, ne? Charlize Theron war Monster, was? Ja, Monsters Ball. Monsters Ball, ja, genau. War's. Jennifer Hudson, Dreamgirls, ist richtig, aber Nebendarstellerin. Und es ging um Hauptdarsteller. Erstmal finde ich es eine Katastrophe, dass der erste Oscar 1929 verliehen wurde und dass es bis 2002 dauerte, bis eine Afroamerikanerin den Oscar bekam. Aber die Antwort, die du gewählt hast, ist richtig, jawohl. Und für welchen Film jetzt? Was denn? Für welchen Film? Monsters Ball. Monsters Ball. Ja. Und wann war Dreamgirls? Das müssen wir auch nochmal nachgucken. Ja, das war 2007, glaube ich. Gut, 5-5. Ihr habt gut gespielt. Punkt Gleichstand. Jetzt habt ihr doch die beiden Herren. Ja. Ja, die wählen und ihr wählt dann. Das ist auch mal schön, wenn man sich so einen Mann aussuchen kann. Ne? So. Ja. Also, im Angebot hätte ich für die Herren aus dem Leben Medien und Unterhaltung und Adel. Eckhardt entscheidet sich für Adel und Thorsten aus dem Leben. Ja, wir nehmen lieber aus dem Leben. Damit ist er raus. Du hast ihn jetzt ausgeschossen. Adel vernichtet? Adel ist sowas von vernichtet. Schade. Ja. Gut, aus dem Leben. Das ist ja Thorstens neue Lieblingskategorie. Der hat hier schon so viel, der nimmt immer nur die Kategorie, weil er lernt hier was. Hausfrauentipps und so, da sind wir genau richtig. Genau, kann ja nur lernen, das ist super. Ja, das ist ein reiner Theoretiker. Okay. Was würdest du sagen, kannst du wirklich im Haushalt richtig gut? Staubsaugen. Rühreier. Das ist gar nicht so einfach, Staubsaugen. Man denkt das immer, ne? Das ist gar nicht so einfach. Immer in eine Richtung oder wie ist das? Ja, dass alles weg ist, ne? Wir spielen die erste Frage aus dem Leben. Welcher Begriff bezeichnet ein japanisches Ästhetikkonzept, das auch hierzulande immer beliebter wird? Wabi-sabi, Sushi-hushi, Rame-ramen oder Edamama? Schön. Hat er gedrückt? Er hat gedrückt, ja. Edamama, aber Edamama. Also... Das
kann man ja theoretisch, wenn man nur kurz hinguckt, auch alles essen. Ne? Man denkt erst so, Wasabi, so, lecker, Ästhetik. Sushi. Und Edamame ist es nicht. Nee. Also, ne? Und Ramen. Ramen ist eine Suppe. Aber es ist ein Ästhetikkonzept. Ja, ach so, okay. Das habe ich übersehen. Ich habe auch gerade. Also, Sushi, Hushi, glaube ich nicht. Ramen. Ich bin für entweder Edamame oder Wabi-Sabi, aber ich glaube irgendwie Wabi-Sabi. Wabi-Sabi, also Edamame, nee. Also man kann es einfach nicht ableiten jetzt, wenn man nicht unbedingt ich gebe euch 10 Sekunden. Sprache. Genau, ihr kriegt 10 Sekunden und dann was könnt sagst ihr du, mein beliebter wird ein Ästhetikprodukt. Konzept, ein Konzept. Noch 4, noch 3. Das Wabi-Sabi. So, ihr habt, einiges haben wir ja schon gehört, was ihr glaubt, was ihr nicht, was ihr so und ging hin und her. Der Thorsten hatte weniger Zeit und hat sich auch für Wabi-Sabi entschieden. Aber ich kenne dein Gesicht, du weißt es nicht. Ich hatte aber genau die gleichen Gedanken. Also alles 4 finden wir im Restaurant irgendwo wieder. Und dann, es muss ja ein Wort sein, was vielleicht auch noch eine andere Bedeutung hat. Und Wabi-Sabi klingt am japanischsten, dass es irgendwie Vokabeln sein können, die irgendeine Bedeutung haben. Du nimmst es mir nicht übel, weil wir mögen uns. Das war eine recht schwache Erklärung. Ja. Das war eigentlich eher so, ich habe keine Ahnung und ich musste ja was nehmen. Richtig, genau. So, und dann habe ich halt Wabi-Sabi genommen. Ein typisch japanisches und sehr komplexes Verständnis von Schönheit steckt dahinter. Es geht hier wirklich um einen Einrichtungsstil. Und der Hintergrund ist, dass es etwas sehr, sehr Einfaches, Minimalistisches ist. Klarheit auf der einen Seite, ja. Aber auch Individualität durch besondere Einzelstücke. Und das ist Wabi-Sabi, jawohl! Ja. Zweite Frage aus dem Leben. Mit welchem Lebensmittel sollte man Babys im ersten Lebensjahr keinesfalls füttern, da es für sie unverträglich ist? Honig, Rapsöl, Blumenkohl oder Kartoffelbrei? Ja, gut. Guck da so skeptisch. Was hast, warte mal ganz kurz. Was, so, also das weißt auch du, oder? Natürlich, ja. Ey, bei 4 Kindern. Mother City. Mother City, also wenn man das jetzt nicht wüsste. Ja, wäre ganz schlimm. Genau. Natürlich der Kartoffelbrei. Alle Mütter zu Hause so. Also ganz kurz mal, wie alt sind eure Kinder jetzt? Also dann ist ja alles mal 15, 3 und 8 Monate. 15, 3 und 8 Monate? 8 und 9. 8 und 9. Gut, und ich hoffe, ihr habt das denen im ersten Lebensjahr nicht gegeben. Nee, also Kartoffelbrei und alle sind erschüttert jetzt. Oh Gott. Ja. Honig. Honig. Ja. Bromelain oder sowas, glaube ich, ne? Oder irgendwie so ein Gift. Was hast du? Ich habe Honig genommen. Warum? Weil mir da irgendwas klickte, dass Honig irgendwas Besonderes hat bei der Ernährung von Babys. Ja. In Honig können Bakterien vorkommen und dabei den kleinsten Kleinen, die Darmflora noch nicht ausgeprägt ist, können die das nicht verarbeiten und deshalb kann es sehr, sehr schädlich sein. Deshalb niemals den kleinen süßen Honig geben. Richtig, ja. Wir spielen die letzte Frage aus dem Leben beim Punktestand von 7:7. Lautet, was müssen Pkw-Fahrer laut Straßenverkehrszulassungsordnung stets im Auto mitführen? Ersatzreifen, Feuerlöscher, Warnweste oder Abschleppseil? Der Ersatzreifen. Na, also Pflicht ist auf jeden Fall die Weste. Achso, das war ein Scherz, ne? Ja, also es kann alles nicht schaden, aber alles wäre gut dabei. Warnweste muss man dabei haben. Gut, dann lockt's ein. Paragraph 53 der Straßenverkehrsordnung und da ich Paragraphen liebe, darf ich es ganz kurz verkünden. Pflicht seit 2014, eine Weste in Rot, Gelb oder Orange dabei zu haben. Sie müssen allerdings, das ist sehr deutsch, der DIN-Norm entsprechen. Also immer schauen, ob eine DIN-Norm drauf ist. Ihr habt es gewusst, Thorsten. Das ist die Warnweste, ja. Ohne Weste droht ein Bußgeld bis zu 15 Euro. Verwarngeld, ist ja noch kein Bußgeld, Verwarngeld. Ist richtig, jawohl, Warnweste. 8:8. Läuft doch. Läuft, ja. Ne, oder? 8:8 ist doch gut. Ja. Ihr dürft jetzt die Kategorie auch noch wählen. Ja. Wow. Mode haben wir, aus dem Leben hatten wir. Was hatten wir noch zwischendurch? 2000er lief auch gut. Jetzt haben wir Kinofilme, Essen und Trinken und die 90er. Da sind wir jetzt natürlich im Zwiespalt, weil Essen und Trinken kann ich am besten, nee, aber Kinofilme. Ich liebe auch 90er. Ja, mach, was du willst. Ich bin bei allem dabei. Guck mal, wir tun uns schon mit der Kategorie so schwer. Ja, aber man kann es ja rauszögern, das ist doch super.
So. 3, 2. Oh, nicht Kinofilme. Wieso? Doch, ist gut. Da oben sitzt der theoretische Cineast schlechthin. Ist das so? Theoretisch weiß er alles. Die Frage lautet, Nummer 1. Was macht Anita Ekberg in einer legendären Szene des Films La Dolce Vita? Sie kämpft im Kolosseum, sie tanzt auf der spornischen Treppe, küsst den Papst im Petersdom oder badet im Trevi-Brunnen. Hast du es gesehen? Es war schnell. Ich habe es nicht gesehen, aber es ist diese Brunnenszene. Ich glaube auch, ja. Weil ich hatte mal ein Shooting zu dem Thema im Brunnen. Ja, und hatte ich dann, war ich nicht Marlene Dietrich und du warst ja, sie. Ja, das war doch, wir hatten das zusammen. Wir hatten das zusammen, das Shooting. Das aber das war in den 90ern. Nein. Damals. Ja, also sie badet im Trevi-Brunnen. Ja, komm, let's do it. 1960 gewann der Film Die Goldene Palme in Cannes, so lange ist es her. Und Thorsten, hast sofort was genommen? Ich hatte noch nie ein Shooting, glücklicherweise. Aber ich habe auch den Trevi-Brunnen genommen. Gut, baden im Trevi-Brunnen ist richtig, jawohl. Gut, ja. Manchmal waren diese Shootings so weit. Gut, damit 9:9 Kinofilme. Noch eine Frage. Was trifft auf den Kinoerfolg A Star is Born aus dem Jahre 2018 zu? Die Songs schrieb Paul McCartney, ist bereits das dritte Remake, basiert auf Cher's Biografie oder Rock am Ring war ein Drehort? Huiuiui. Also ich weiß, dass auf jeden Fall viele das sehen. Ja, hat er schon. Hat er. Viele. Stopp! Dass viele nicht. Der Szenen auf einer Originalbühne gedreht wurden und eben noch ohne Sound und das Publikum wurde wohl irgendwie wurde sauer, weil sie einfach nicht wussten, was der Scheiß soll. Weil es gab keine Musik, sondern es wurde halt nur so pantomimisch alles dargestellt. Aber ob das jetzt am Rock am Ring war, weiß ich nicht. Ich habe ihn gesehen. Wir haben ihn, aber also ich würde jetzt mal sagen, Paul McCartney. Das hätten wir gehört. Ja, das hätte man gehört. Dritte Remake ist es auch nicht. Und Chers Biografie. Ist es auch nicht, nein. Es muss, also das ist aus, Rock am Ring. Thorsten hat überlegt und hat gesagt, das ist das dritte Remake. Die Geschichte jetzt, weil die war mir nicht bekannt, dass es auf einer Bühne gedreht wurde, dass es das gibt. Hast du den Film nicht gesehen? Nein. Es ist definitiv das dritte Mal, dass dieser Stoff verfilmt wurde. In der Filmgeschichte. Ist es jetzt aber wie ist jetzt die Vokabel Remake? Gab es schon mal noch eine Urfassung? Nein, das ist schon die wenn es eine dritte Verfilmung ist, dann wäre für mich das dritte Remake. Okay. Weißt du noch, wer die anderen gespielt haben? Da würde ich jetzt durch die Gegend holpern. Es waren zwei ganz große Paare, auch so 30 Jahre zurück und 60 Jahre zurück, so ungefähr, so, wenn man das so ausdrücken will. Es gibt tatsächlich eine Verfilmung von 1976 mit Barbra Streisand und mit Kris Kristofferson unter anderem. Aber tatsächlich ist bereits das dritte Remake, tatsächlich. Ja. Wurde auch auf Bühnen gedreht, aber nicht Rock am Ring. So, damit führt der Olymp wieder mit einem Pünktchen, ist er nischt. Ja. Ihr wolltet Kinofilme. Ja. Jetzt guckt nicht so traurig. Wir haben noch eine Frage. Welches Topmodel gehört zum Produzententeam der Elton John Biografie Rocketman? War es oder Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer oder Naomi Campbell? Hast du ihn gesehen? Mm-mm. Ich auch nicht. Wir wollten ihn. Jetzt habt ihr in dem Kino und habt die Filme nie gesehen, die kommen. Mann, ja, den haben wir auch verpasst. Wir müssen jetzt warten, bis der auf. Früher hat man gesagt, in der Videothek ist, aber das ist ja vorbei. Also, heute sagt man bei Netflix. In der Mediathek, ne? Ja, in der Mediathek ist. Also, irgendwie, Cindy Crawford ist für mich zu sehr USA und zu sehr auch nicht so viel mit Filmen zu tun. Claudia Schiffer ist immerhin oder mit einem Fernsehfuzzi verheiratet. Fernsehfuzzi. Linda Evangelista, die hat doch was mit Filmen auch zu tun. Macht also Naomi Campbell glaube ich auch nicht. Die ist irgendwie auch zu zickig. Die hat da, also weiß ich nicht. Oder ist die so eng mit Elton John, dass sie da... Also ich habe die nie... Also dass man die mal so zusammen gesehen hat. Weder noch. Kein... Also von mir aus können wir Linda Evangelista nehmen. Mir ist, 10 Sekunden ist, glaub, laufen, ihr überlegt in aller Ruhe noch. Oder? Mhm. Nehmen wir Linda? Ja.
So, jetzt kommen wir mal zu dem, weil das war eine Frage, die Thorsten nicht wusste. Und dann weiß ich, entscheidet er immer nach seinem persönlichen Beuteschema. Okay. Und das du hast dich für Cindy Crawford entschieden. Ich habe einfach ihr am ehesten zugetraut, dass sie geschäftstüchtig da irgendwas macht. Sehr geschäftstüchtig, aber die machen auch Schnaps, oder? Ja. Wie alle. Im Detail nicht so dabei. Vielleicht ist es ja bei der einen oder anderen auch eine Herzensangelegenheit, dass sie dabei ist wegen einer Geschichte, aber da ist mir irgendwie nichts bekannt. Also es war jetzt blindes Vermuten. Ja. Du warst ja eigentlich, Nina, mit diesem Fernsehfuzzi ganz gut unterwegs. Ach. Von Claudia Schiffer. Der ist nicht irgendein Fernsehfuzzi, der ist ein britischer Filmproduzent. Ja. So. Und da hat sie als Producerin gearbeitet und deshalb ist die richtige Antwort Claudia Schiffer. Mensch. Ja, eigentlich habt ihr es gewusst. Ja. Eigentlich. Aber ich dachte, dann hättest du bestimmt darüber berichtet. Ja, es gab ja, auch hier angeblich Berichte. Ich habe es auch nicht gelesen, aber angeblich gab es Berichte. 9 zu 10, es ist nur ein Punkt. Wenn er es da oben auch falsch macht, ist es egal. Ja. So, jetzt kommt... Ja, das ist eine richtige Abnutzungsstrategie, nicht? Der alte Mann ist jetzt müde. Ist eigentlich strategisch jetzt, sehr lau. Es kommen jetzt jugendliche sehr, sehr schlau. Themen. Ja. Ja, wir haben aber keine Wahl mehr jetzt. Aber ne? Wir müssen mehr jetzt nehmen, was zu den alten Nationen. Also, ja. Ja. Das Schlimme ist ja jetzt bei der letzten Wahl, dass er die Wahl zunächst hat. Und ihr wählt dann, was er danach spielen soll. Also Eckart, du bist dran. Aber er ist gnädig. Ja, ist ja ein ganz lieber der Kerl. Mag uns auch ganz gerne. Sport und Freizeit, Zeugen der Zeit und rund um die Welt. Tu's nicht, Eckart, tu's nicht. Nein. Oh Gott. Oh, danke schön. Oh Gott. Er nimmt nicht Zeugen der Zeit, sondern rund um die Welt. Oh. Ist das nicht nett? Ja. Das eurem Charme förmlich erlegen, möchte ich sagen. Danke, danke. Also wer weiß, aber erst mal. Gut, wir gucken mal. Welche Kunstinstallation hat sich vom portugiesischen Ageda aus zu einem weltweiten Social-Media-Hype entwickelt? Bunte Regenschirmdächer, eingehäkelte Laternenpfähle, frei fliegende Papageien oder kilometerlange Teppichläufer? So, zu einem Social Media schnell. Hype. Ja, das bedeutet. Also am schönsten wären natürlich dann die bunten Regenschirmdächer. Das hätte so den größten optischen Effekt, weil so ein frei fliegender Papagei, den kann man nicht so gut. Und das gibt, also das hat man ja auch bei Social Media schon oft gesehen, ne? Diese bunten Regenschirmdächer. Eingehäkelte Laternenpfähle, kilometerlange Teppichläufer. Pff, nicht so. Also ich bin jetzt für den optischen Effekt und die Regenschirme. Ich auch. Gut. Komm, machen wir zusammen. Er nickt. Ja, gemeinsam sind wir unausstehlich. Nicht? Ja. Also wir wissen es zwar nicht, aber... Wir haben ein wunderschönes Foto. So sieht's aus. Geht um die Welt. Ja, habe ich sogar schon gesehen. Ja, ich auch. Ist das nicht schön? Ja. Diese Papageien, die da fliegen. Bunte Regenschirmdächer. Jawohl, stimmt. Und damit immer noch ein Punkt, 10 zu 11, rund um die Welt die zweite. Wer nicht nach Frankreich möchte, aber trotzdem in den Louvre, kauft sich am besten ein Ticket nach Abu Dhabi, Kapstadt, Shanghai oder Chicago. Ach, puh. Wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung. Auch nicht. Nee, das ging wirklich groß durch die Presse. Das ist ja schön. Oh, toll. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich würde ja fast sowas wie Shanghai oder Abu Dhabi. Aber naja, Abu Dhabi vielleicht, ich meine, so ein bisschen wie das neue Las Vegas. In Las Vegas gibt es halt auch einen Eiffelturm und eine Pyramide. Und jetzt ist es halt alles da in Abu Dhabi. Ja. Na, eher in Dubai, ja, ne? Aber oder Shanghai, weil die auch so innovativ sind. Kapstadt, also. Chicago. Vielleicht ist Chicago auch eine Partnerstadt? Aber die Franzosen und die Amis, nee. Geht nicht. Nee, 10 nee, Sekunden nee. Laufen. Abu Dhabi? Ja, hi. Weiß ich nicht. Mach mal dumm. Oh. Abu Dhabi. Er guckt böse. Oh Gott, nein. Nein, gar nicht. Ich guck deshalb böse, weil er hat das auch genommen. Ach so. Na dann. Ja, also 2019 ist Leonardo da Vinci, ja. Wo hängt das berühmteste Werk Leonardos? Im Louvre. Was ist aufgetaucht? Praktisch zu 2019 ein großes Bild, Christus. Und wer hat es gekauft? Eine Fälschung übrigens, meiner Ansicht nach. Kein Leonardo. Und wer hat es gekauft?
die Zweigstelle des Louvre. Macron war groß rausgekommen in Abu Dhabi. Okay. Im November 2017 eingeweiht, tatsächlich, ich hatte das Glück, schon mal da gewesen zu sein. Dieses Gebäude ist der absolute Hammer. Was drin hängt, geht so. Aber das Gebäude ist schon irre. Und das ist in Abu Dhabi, jawohl, da steht so ein Museum, Louvre, viele Leihgaben aus dem Louvre. Damit ein Punkt für beide, 11-12, rund um die Welt die letzte. Ein Beauty-Trend aus Thailand und Korea ist die Gesichtsbehandlung mit Stinkfruchtpüree, Schuppen des Riesenwelses, Schneckenschleim oder vergorenem Eigelb. So, Eckart. Oh. Beim letzten Urlaub haben wir das gemacht. Ja? Nein. Nein, also Stinkfruchtpüree. Könnte sein. Gibt's? Schneckenschleim glaube ich irgendwie nicht. Ich auch nicht. Schuppen, das Riesenwelsfeld, ist das so eine Art Peeling? So mit den, mit nein, den Schuppen? Nein, das ist... Und Eigelb ist ja fast für alles gut. Und Korea, ach, ich tendiere zu dem Eigelb. Ich meine, ihr habt es ja nicht nötig. Ihr seid ja sowas von glatt und sowas. Du tendierst zum Eigelb, oder was? Ich tendiere zum Eigelb. Ist auch gut für die Haare. Und vergoren ist es dann, vielleicht hat das so was Enzymatisches, obwohl, oder Stinkfruchtpüree, es gibt auch diese Fruchtsäure-Peelings. Ja. Ja. Das wäre natürlich auch noch was. Oh, ich bin auf einmal für die Stinkfrucht. Wenn du noch ein bisschen länger überlegst, kommt noch was anderes. Das ist also so beim Quiz. Also Schneckenschleim nicht und Schuppen. Aber das ist auch nicht neu. Es ist nicht neu. Dieses enzymatische Peeling mit Fruchtsäuren ist nicht neu. Also ich bin doch wieder beim Eigelb. Nach 5 Sekunden bist du wieder beim Püree. Was sagst du jetzt? 10 Sekunden laufen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Drück irgendwas. Ich nehme dann das Eigelb. Gut. Der Eckart würde sich diese Stinkfrucht da mit dem Püree ins Gesicht schmieren. Also Eigelb für meine Haare brauche ich nicht. Nicht? Das, ja. Nein. Nee, ja, überhaupt nicht. Du hast tolle Haare. Kann ich nichts für. Das ist ein genetischer Defekt. Ja. 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 Dieser Trend, der mittlerweile auch in Deutschland erhältlich ist, ist sehr teuer. Kostet 52.000 Euro pro Kilogramm. So. Und das ist Schneckenschleim. Oh. Wirklich. Schleim von Riesenschnecken. Aus dem Schleim wird Pulver gewonnen. Und in Asien geht man in den Spas richtig ab, wenn man dieses Zeug sich ins Gesicht schmieren darf. Zum Glück haben wir das alle nicht nötig. Aber kein Punkt für niemanden. 11-12. Ein Punkt, immer noch Unterschied. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum keine Nacktschmecken mehr in meinem Garten sind. Gut, ihr seid dran, dürft noch einmal die Kategorie wählen. 3 Fragen haben wir noch. Und zwar haben wir die Fragen: TV-Serie Musik und Hits und Draußen im Grünen. Das müssen wir nehmen, ne? Das müssen wir, ne? Ja, wir nehmen die TV-Serien. Warum auch immer. Das wird nie genommen. Naja, aber wir müssen das, glaube ich, jetzt nehmen. Das stimmt allerdings. Wir spielen TV-Serie. Habt ihr eine Lieblingsserie? Oh, viele. Paw Patrol. Ich bin wirklich nur für dieses scheiß Kinderthema. Voll wir gucken querbeet. Ja, du guckst jede Serie, glaube ich. Alles. Ich habe auch schon ein paar geguckt. Ganz schlimm. Ich bin sicher, dass ihr in diese Serie auch schon reingeguckt habt, um die es jetzt geht. Die preisgekrönte US-Serie Orange is the New Black spielt überwiegend an welchem Schauplatz? In einem Frauengefängnis, an einer Elite-Universität, im Supermarkt oder auf einem Forschungsschiff? Wieso? Was? Ich dachte, jetzt können wir aufholen. Na, wer weiß, aber ich finde, er hat spät gedrückt. Nein. Nee, sofort. Nein, ach so, 2 Sekunden. Schnell. Na gut. Frauengefängnis. Ja. Liebe diese Serie. Leicht. Das ist wirklich leicht, ja, weil Orange ist nun mal die Farbe der Gefangenenkleider. Nein, das hätte auch im Supermarkt sein können. Ja. Ist richtig, jawohl, spielt in einem Frauengefängnis. Das war zu leicht. Emmys en masse eingeheimst. Vorletzte Frage, TV-Serien. Welche deutsche Kultserie hat als Titelmelodie den Country-Klassiker Stand By Your Man? Ditsche, Liebling Kreuzberg, Lindenstraße oder der Tatortreiniger? Ja, denk nach. Ihr habt die Chance aufzuholen. Deutschen Serien bin ich nicht so gut, aber also, es ist nicht die Lindenstraße, der Tatortreiniger? Ich glaube, ja. Ja? Ja.
Stand by your ja, es ist auf jeden Fall der Tatortreiniger. Ja? Then do it. Auf jeden Fall, sagst du auch noch? Ja. Schotti. Nein, wirklich? Das wäre der Tatortreiniger, Schotti. Ja. Also wahrscheinlich Ditsche. Aber du hast auch Tatortreiniger, ne? Ihr könntet zwischen Ditsche und Tatortreiniger mit. Eckert hat auch Tatortreiniger genommen. Ich habe öfter gesehen. Ja, es ist wahrscheinlich Ditsche. Aber es geht um Improvisationscomedy und es geht um Ditsche, jawohl! Ah. Bitte? Ist mir zu spät eingefallen, ich hatte schon eingeloggt. Ja. Und danach ist es dir eingefallen? Ja, ich wusste, dass die Musik beim Tatortreiniger irgendwie besonders ist. Und Ditsche habe ich nicht so oft geguckt, also dachte ich, es müsste der Tatortreiniger sein, weil ich das zumindest richtig die kenne. Die Typen sind sie einander ja eigentlich sehr ähnlich. Ja, Annemädel und ja. Olli Dittrich, die könnte man auch austauschen, verwechseln, die würden dasselbe spielen. Also kein Punkt, es bleibt bei 12 zu 13. Ah, jetzt aber. Letzte Frage. Was war ein zentraler Treffpunkt in der Anwaltskanzlei der TV-Serie Ally McBeal? Die Abstellkammer, die Teeküche, der Fahrstuhl oder die Toilette? Er weiß es nicht. Ich versuche mich zu erinnern. Mhm, ich habe sie geguckt. Ich darf noch nichts sagen, ne? Sie sind fertig, ne? Ja. Also, mit Nerven, ja. Bei Ally McBeal, da gab es, glaube ich, das erste Mal Toiletten für Männer und Frauen gemischt, gemeinsam. Und das war der Treffpunkt in der Serie. Vertraust du mir noch? Vertrau dir noch. Das ist, bist du ja genauso wie beim Tatortreiniger eben. Ja, das genau. Genauso. Nee, da hatte ich auch auf einmal, als ich dann gedrückt hatte, dachte ich, Ditsche könnte es auch sein. Und was hast du nie so richtig geguckt? Aber hier bin ich mir sicher. Okay. Eckart? Toilette. Ach Mist. Ja, one schade. Toilet or none. Ja. Genau, Unisex-Toiletten. Ja, ja, ja. Da trifft man sich halt mal zum Klönen, zum Austauschen. Ist richtig, jawohl. Ja. 13 zu 14. Also erst einmal mal sagen, sauber gespielt. Interessanterweise, die schlechteste Kategorie bei euch waren die Kinofilme. Das ist dramatisch. Oder? Das können wir noch mal 90er machen? Was oder ihr wart aus dem Leben wart ihr total gut, Mode wart ihr sehr gut, die 2000er wart ihr sehr gut, rund um die Welt auch, aber Kinofilme. Okay, das heißt, ihr dürft das Finale als erstes spielen. Ihr habt ja die Wahl zwischen Gold und Silber. Welchen Umschlag wollt ihr? Gold. Gold. Gold sollt ihr bekommen. Ihr bekommt 13 Fragen von mir gestellt. Ihr habt jeweils 5 Sekunden Zeit, um euch abzusprechen. Wer ist denn die Sprecherin? Susan. Hast du das entschieden? Na klar. Nein, weiß ich nicht. Wir sind da sehr diplomatisch. Gut. Ich rede jetzt einfach, was mir einfällt. Und Susan filtert das raus, was interessant sein könnte. Und gibt dann eine sagst Antwort. Du spätestens nach 5 Sekunden, was du gerne hättest. Ja. Alles klar. Finale! Erste Frage von 13 lautet, 2 Tage nach dem Sonntag kommt welcher Wochentag? Dienstag. Ja, Dienstag. Das ist richtig, Dienstag, jawohl. Oh, haltet ihr euch da Händchen, das ist ja süß. Ja, Susan hat ganz kalte Hände und ich habe ganz warme Hände. Habt ihr auch denselben Nagellack? Eventuell. Fast. Nee, fast. Fast, gut. Frage 2. Wie heißt der berühmte, größte Lebensmittelmarkt Münchens? München. Keine Ahnung. Käfer. Achso, Käfer. Käfer. Egal. Ist egal. Viktualienmarkt. 3. Frage. Aus welchem Hollywood-Film stammt das berühmte Zitat Dumm ist der, der Dummes tut? Forrest Gump. Forrest Gump. Jawohl, Forrest Gump, richtig. Forrest Gump. Welches Schmuckstück verstecken Seed in ihrem Hit Ding, um einer Frau schöne Augen zu machen? Ehering. Ehering, jawohl. Das ist echt gut für euch. Der wissenschaftliche Name, welcher oft als Heilmittel verwendeten Pflanzengattung lautet Salvia. Salbei. Salbei. Salbei ist richtig, jawohl. Die 6. Frage, Strickjacke oder Anorak? Worum handelt es sich bei einem Cardigan? Cardigan? Mhm. Um eine Strickjacke. Anorak. Strickjacke. Strickjacke. Jawohl, Strickjacke. So ein langer, so ein offener. Ja, 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 ja. Die Einwohner welcher Landeshauptstadt erreicht man unter der Telefonvorwahl 0511?
Landeshauptstadt? Hannover. Mach. Hannover, keine Ahnung. Ist richtig, Hannover, jawohl, stimmt. Sehr gut. Da hat noch nie jemand da angerufen, glaube ich. Bei mir auch von lange her. So, jetzt gut zuhören. Ja. Weil eigentlich ist sie leicht, aber muss halt gut zuhören. Ja. Wie viele Spieler stehen bei einem Tennisturnier im Einzel insgesamt im Achtelfinale? Also Viertel. Also warte mal. Eins, vier. Schnell. Acht. Acht. Nein. Das ist Viertelfinale. Was? Das Viertelfinale. Scheiße, 16. 16. Achtelfinale, ja, klar. Ist ja zwei Spieler pro. Ich bin schon in der Hälfte ausgestiegen. Ja, ich wusste nicht, ob ich vom Finale aus anfange. Irgendwas mit Rechnen und dann lass mal kommen. Ja, nee, lassen wir. Gut. Durch die Erforschung welcher Tiere ist die Engländerin Jane Goodall weltweit berühmt geworden? Gorilla? Gorilla. Was? Gorilla? Nicht, nicht im Nebel. Hättet ihr nur Affen gesagt, hättet ihr also Schimpansen. Das ist die mit den Schimpansen. Ach, shit. Ah, ja. Frage 10. Mm. In welchem europäischen Land liegt die Region Piemont? Frankreich. Sag lauter. Frankreich. Nein, Italien. Italien. In welchem Sinnesorgan, Frage 11, findet man den sogenannten Zilialkörper? Zilialsinnesorgan. Nase, Ohr. Sag mal was. Nase. Was? Nase. Nein, bisschen höher. Auge. Auge, okay. Frage 12. Unter welchem Namen wurde in den 1990ern das japanische virtuelle Haustier im Plastikei berühmt? Tamagotchi. Das ist richtig, Tamagotchi. Stimmt. Eine Frage noch, ne? Letzte Frage. Welche Spirituose gehört traditionell in die Kaffeespezialität Pharisäer? Keine Ahnung. Sag was? Sag was? Rum. Ja? Irgendwas. Rum. Rum ist richtig, ja. War doch gar nicht so schlecht. Super. 8/13. Ist gut. So, was wird es denn jetzt? Die beiden haben, oder die drei haben eben schon so ein bisschen auf sie gezeigt, weil du lange nicht mehr dran warst im Finale, Marie-Louise. Wir gucken mal, wer es denn nun wird. Drei sind es ja, die in Frage kommen. Ich finde mal, guck mal. Der Herr, der so mit den verschränkten Armen kurz vorm Einschlafen hier, genau. Geht's gut? Ja, super. Ich freue mich. Ja, ich so, auch. Bloß die richtige ziehen, ne? Ja, die. Wer würden das? Och Mensch, guck mal! Ja, hier, er kann's doch, Marie-Louise! Bitte schön. Ja. 14 Fragen, weil ihr habt 14 Fragen richtig beantwortet, deshalb 14 offene im Finale. Los geht's, Frage Nummer 1. Eine unscheinbare Person bezeichnet man auch als eine graue Maus. Muss doch nicht so schnell immer, ich erschrecke mich. Maus! Ja, ist richtig, Maus! Frage 2. In welche Rolle schlüpfte Alexander Klavs erstmals 2019 bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg? Winnetou. Das ist korrekt. Das war zu leicht. Er hat ja ohne Karl-May das Spiel. Oh, Limbo oder Mambo? Bei welchem Tanz muss man sich unter einer Stange durchbewegen? Limbo. Das ist richtig. Aus welchem Land, so lautet die vierte Frage, stammt die erfolgreiche Popsängerin Christina Stürmer? Österreich. Das ist auch richtig. Jeder ist leichter gewesen am Start. Frage 5. Wie lautet der lateinische Fachbegriff für Umstandswörter? Synonym. Ich weiß nicht, was das ist. Einzahl, Adverb oder Adverbien ist Plural? Adverb. Guck mich nicht immer so an, als wenn ich das nicht. Ich kann nichts dafür, dass du das nicht gewusst hast. Das ist ja nicht schlimm. Frage Nummer 6. Wie viele Tage lang wird im Judentum das alljährliche Chanukka-Fest gefeiert? Sieben. Acht.
Davon helfen kommst. Acht. Ja. Frage Nummer 7. In welchem Staat befindet sich der südlichste Punkt des europäischen Festlands? In Spanien. Festmahl? Spanien. Das stimmt. Welcher britischen Schauspielerin gelang es als Jules Paxton im Kinoerfolg Kick It Like Beckham der Durchbruch? Keira Knightley. Das stimmt. In welchem Kanu-Typ bewegt man sich üblicherweise mit Hilfe eines Doppelpaddels fort? Im Kajak. Das ist richtig. Aus den zermahlenen Körnern welches Süßgrases besteht eine mexikanische Tortilla? Aus Mais. Okay. Matchfrage. Welche Boygroup sang 1990 die Hits Step by Step und Tonight? Boys to Men? Nein! New Kids on the Block. Ja! Aber wir haben ja noch. Ja. Wie viele goldene Haare muss das Glückskind im Grimmschen Märchen dem Teufel stehlen? Drei. Drei ist richtig, du hast es! Ich habe alles versucht. Glückwunsch! Ja, was soll ich sagen? Ihr wart gut. Aber dann kam Marie-Louise vom Olymp herunter. Das sind Maschinen einfach. Die kann man nicht durcheinander bringen. Also, die, die mitgespielt haben, die wird es freuen, weil 10 von euch bekommen 1.000 Euro, sind eingeblendet. Wir bedanken uns bei euch. Alles Gute. Und ihr wart es ja noch nicht da. Ich hoffe, ihr kommt bald wieder. Ja, ja. Dankeschön. Ihnen ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis nächsten Freitag, 18:50 Uhr. Tschüss.